So, da sind wir wieder für euch bei Session Music hier auf der NAMM 2013 in Anaheim und ich bin in den DJ-Bereich gewechselt. Wir haben jetzt hier hinter mir den Stand von Numark und ich fange mal an mit dem NS7 Mark II. Und wer den NS7 schon kennt, der kennt auch die großen Decks. 7 Zoll im Durchmesser, sind motorisiert, bis in den Plattenteller nachempfunden. Da hat sich also nichts geändert. Die Auflösung ist immer noch sehr, sehr hoch. Also wir haben 3600 Abgriffspunkte, um die Position zu bestimmen. Auch bekannt schon sind hier oben die Search Strips zum Durchscribbeln im Prinzip durch den Track, um schnell was zu finden. Die Fader haben sich auch nicht groß verändert. Wir haben einen 4-Kanal-Mixer. Also auch da ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Die Knöpfe wurden leicht überarbeitet. Das heißt hier die EQ-Sektion pro Kanal ist einfach noch ein bisschen besser vom Fühlen her. Wir haben hier auch dann noch den Filter, der sich ein bisschen besser bedienen lässt, finde ich, als vorher bei dem Alten. Aber die größte Neuigkeit sind eigentlich, ihr seht es hier unten schon, die mehrfach farblich beleuchteten, je nachdem, was sie gerade machen, Touchpads. Erinnert so ein bisschen an die MPC und das liegt einfach daran, es sind auch MPC-Pads. Das heißt, Akai lässt die hier von Numark verbauen. Da haben wir also dann auch die Möglichkeit, ähnlich wie bei zum Beispiel Traktor mit dem F1 zu arbeiten. Also wir können da Samples entsprechend mit ansteuern. Und die Software, die da hinten dran steht, man sieht es auch hier vorne schon, ist Serato. Also da braucht man sich keine Sorgen zu machen, dass man irgendeine abgespeckte Version wie Itch bekommt, sondern das ist wirklich das absolute Flaggschiff von Rain, was man da mit dabei hat. Und wir haben eine ganze Menge, was hier geht. Also die sind natürlich auch Velocity-sensitive. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, Loops abzuspielen. Wir können damit slicen, wir können Hot-Cueing damit machen. Und das sind nur ein paar der verschiedenen Sachen, die damit gehen. Es sind auch noch Isotope-Effekte dabei. Also die Software-Schmiede hier aus Amerika, Isotope, kennt man aus dem Studiobereich vielleicht schon. Also auch die Effekte sehr, sehr hochwertig, die mit hier drin sind. Und ihr solltet es euch auf jeden Fall angucken. Neues Produkt 2013 von Numark, der NS7 Mark II. So, wir sind hier immer noch mit Session Music auf der NAMM 2013 am Stand von Numark und links neben mir ein neues Produkt und wer hätte es gedacht, mal wieder was mit dem iPad. Wir haben hier den iDJ Pro und wie man sich denken kann, es ist sowohl jetzt ein Controller entsprechend für die Algorithm DJ Software, die hier auf dem iPad läuft. Die kennt man vielleicht schon, die gibt es auch eine ganze Weile mittlerweile, aber jetzt eben neu, direkt mit einem großen Controller, in den das integriert wurde. Wir haben entsprechend hinten auch Audioausgänge, es gibt die Q-Möglichkeit. Wir haben ein paar sehr nette Features, wie ich finde, nämlich sehr große Volume Knobs hier. Also was einfach die Bedienungserleichterung angeht, um ein bisschen von dem iPad-Screen wegzukommen. Aber trotzdem haben wir hier natürlich allen Komfort mit Wellenformdarstellung. Wir haben Instant Effects mit drin, die wir hier dann entsprechend auch anpassen und in Echtzeit steuern können. Also alles, was man sich da wünscht. Wir haben Loop-Features, wir haben Hot-Cueen, wir haben also alles drin, was im normalen DJ-Mixer auch mit dabei ist. Wir haben hier vorne auch noch einen Mic-Input mit dabei. Headphone-Outs hier auf der rechten Seite, um den Q-Mix entsprechend abzuhören. Also alles, was man von einem großen Mischer kennt, eben jetzt aber mit der Rechenpower von einem iPad und eben nochmal dem Vorteil mit des größten Displays, was man natürlich da nicht mit dem iPod oder ähnlichem vergleichen kann und man muss trotzdem keinen Laptop mitschleppen. Also alles in allem sehr, sehr kompakt. Cooles Produkt, der iDJ Pro von Numark. Checkt ihn auf jeden Fall aus. Neues Produkt 2013 hier von der NAMM von Session für euch. Ja, wunderschönen guten Tag hier wieder auf der NAMM 2013 am Stand von Numark. Und ich stehe hier mit einem Produkt, was so ein bisschen aussieht wie eine PlayStation Portable. Aber das ist es nicht und das Kabel da dran ist auch kein Verbindungskabel, sondern eine Diebstahlsicherung, weil wir stehen hier beim Orbit, dem Wireless Controller, der tatsächlich über Bluetooth funktioniert. Und der Orbit ist, wie man sieht, gemacht für Traktor. Und da könnt ihr eine ganze Menge mitmachen. Ich habe mich mal gerade so ein bisschen in die grundsätzliche Bedienung eingearbeitet. Und wir können ja einfach mal so ein bisschen starten. Wir haben ein paar Möglichkeiten hier, zum Beispiel einfach jetzt beim zweiten Deck, was ich hier gerade ausgewählt habe, die Wiedergabe zu starten. Und über die Controller hier unten bin ich jetzt, wie gesagt, beim zweiten Deck. Ich könnte auch Deck A damit starten, was gleichzeitig losläuft. Und ich kann natürlich auch zum Beispiel, wenn ich das möchte, hier oben auf Control 3 bin ich jetzt beim Crossfader. Zwischen den beiden Decks hin und her blenden, auch das ist kein Problem. Volume Slider. Also auch da eine ganze Menge möglich. Ich kann auch den Browser navigieren, wenn ich das Ganze möchte. Auch das ist kein Thema.
Also alles, wie gesagt, wireless. Die Effektsteuerung finde ich besonders interessant. Wir haben hier verschiedene Padbänke, 4 Stück sind es an der Zahl. Und ich gucke jetzt gerade mal, ich gehe hier auf Padbank Nummer 3. Das sind die Effekte. Also da habe ich eine ganze Menge Möglichkeiten. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Jetzt habe ich mich an einer Ebene verloren. Ich gehe mal wieder auf Deck 1. So, jetzt habe ich hier... Also ganze Menge Effektmöglichkeiten. Ich kann damit natürlich auch noch loopen, wenn ich das möchte. Auch überhaupt kein Problem. So, gehen wir wieder auf Deck A. So, gerade mal einen kleinen Loop erstellt. Auch das ist damit ganz einfach. Und das waren jetzt nun mal ein paar der Features. Und ich als Nicht-DJ bin auch jetzt nach 2 Minuten damit schon relativ gut klargekommen. Also der Orbit von Numark, auf jeden Fall ein Produkt, was man sich angucken sollte, weil damit könnt ihr durch die Disse laufen und noch von ganz weit weg euren Mix fahren. Guckt's euch an, sobald es da ist bei Session Music. Links von mir steht der Nachfolger des Mixtracks, des DJ-Controllers von Numark. Das ist der Mixtrack 2, wie man sich's denken kann. Es hat sich da ein bisschen was getan, sowohl was die Farben angeht, als auch das Layout hat sich ein bisschen verändert. Und wir haben eben schon beim NS7 Mark II gesehen, da sind Pads dazugekommen. Das sind in dem Fall auch wieder die aus der MPC. Und sie sind nutzbar für Sample-Funktionalität, für Start-Stoppen. Wir haben Effektmöglichkeiten. Wir können damit loopen, wir können Cue-Punkte erstellen. Wir haben entsprechend auch wieder Decks, die überall berührungsempfindlich sind, also sowohl außen als auch innen. Kann damit gearbeitet werden. Wir haben 2 Kanäle, auch unschwer zu erkennen, und es ist wie gesagt ein reiner USB-Controller hinten, also es ist kein Interface mit drin. Die Variante mit dem Interface zeigen wir euch gleich noch. Das Ganze kommt mit Virtual DJ daher als Software direkt schon mit dabei. Und ja, da gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu erzählen. Es ist Bus-powered selbstverständlich, wir haben einen EQ für jeden der beiden Kanäle und ansonsten ein relativ standardmäßiger DJ-Controller, Mixtrack 2 von Numark. Auf jeden Fall mal auschecken als Nachfolger von Mixtrack 1 bei Session Music. So, wir sind 2 Schritte weiter nach links gegangen und eben nach dem Mixtrack kommt jetzt der Mixtrack Pro Nummer 2. Nachfolger vom normalen Mixtrack. Und jetzt haben wir hier eben, wie schon eben erwähnt, das Audio-Interface mit drin. Das heißt nicht nur ein Controller, sondern auch direkt mit analog Output. Das heißt, damit könnt ihr direkt loslegen, braucht kein Interface mehr, alles schon eingearbeitet. Oberfläche unterscheidet sich nicht groß vom normalen Mixtrack. Wie gesagt, die Outputs sind hier der große Unterschied. Auch wieder die verschiedenfarbigen Pads für Effektsteuerung, für Loopen, für Cue-Punkte, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Ein weiterer großer Unterschied ist noch die Software, die dabei mit direkt geliefert wird. Das ist nämlich in dem Fall Serato DJ Intro, also eine leicht abgespeckte Version, aber nicht mehr Virtual DJ, wie es bei dem normalen Mixtrack ohne Interface der Fall ist. Also auch das eine Neuheit hier auf der NAMM 2013 am Stand von Numark.